Nee, die Sonnenbrille muss dabei sein. So, hallo Leute, willkommen zu Jadbos Boah, dem ersten richtigen Video aus Saudi-Arabien. Und ich habe mir jetzt hier die goldene Stunde ausgesucht. Die Sonne ist also, die geht in einer halben, dreiviertel Stunde unter. Ich hoffe, dass die Schatten nicht zu lang werden und dann die Bildqualität nicht zu schlecht wird. Ne? So, wie bin ich auf dieses Video gekommen? Ich traf mich da schon seit ein paar Wochen mit rum. Ich habe letztens, also was heißt letztens, auch dann auch vor ein paar Wochen, habe ich den einen Podcast von Lanz und Precht gehört. Und da ist ein Buch angesprochen worden. Ich habe mir sogar diesmal echt hier richtig fast ein Skript geschrieben. Ich will mal gucken, wie das funktioniert. So, auf jeden Fall, das Buch nennt sich Material World vom Ed Conway. Sechs Rohstoffe, die Geschichte der Menschheit prägen. Beziehungsweise, das habe ich jetzt dazu gesagt, geprägt haben. Hier ist das Buch. Da geht es um Sand, um Salz, um Eisen, um Kupfer, um Öl und Lithium. Und bei diesem Precht-Podcast, da wurde aus dem Buch zitiert, das werde ich jetzt auch mal probieren. Und zum Glück, wenn ich das verhasple, kann ich einfach da mal schnitttechnisch da was unternehmen. So, und während ich hier suche, der zweite Grund, warum ich dieses Video mache, ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit einen Livestream von der Interessensgemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg vom Julian und vom Steve, schönen Gruß hier von mir. Da ging es auch um, muss ich kurz nachgucken, raus aus der Falle, wie Deutschland unabhängiger wird. Dachte ich mir, das passt doch auch, ne? Und vor allem die letzten 20 Minuten von dem, 30 Minuten von dem Livestream fand ich richtig cool. So, aber jetzt erstmal die Initialzündung, warum ich überhaupt dieses Buch mir geholt habe. Und zwar geht es darum, na, passt das mit meinem, jo, schauen wir mal, ach so, ja, da haben wir es. 1958 hat ein Wirtschaftswissenschaftler, Leonard Reed, der hat einen Aufsatz geschrieben über den Bleistift. Ja, hört sich jetzt echt wirklich komisch an. Ne? Und da ging es halt auch um Abhängigkeiten. So, ich lese mal kurz vor. Ich hoffe, dass wir beim ersten Mal hinkriege. Ich bin ein Bleistift, ein gewöhnlicher hölzerner Stift, wie ihn alle Jungen und Mädchen und Erwachsenen kennen, wenn sie lesen und schreiben können. Und doch weiß nicht eine einzige Person auf dem Boden dieser Erde, wie ich hergestellt werde. Und jetzt kommt der interessante Teil. Das Holz im Bleistift stammt aus Zedern, die im Westen Amerikas gewachsen sind. Sie werden mit Stahl zersägt, der in den Hochöfen hergestellt wird und in Fabriken geformt wurde. Das Holz wird zu Brettchen verarbeitet, die getrocknet und gefärbt und noch einmal getrocknet werden. Und dann werden die Brettchen ausgehöhlt und verklebt. Das Blei, in Anführungsstrichen, in der Mitte des Bleistifts ist Graphit, das aus Sri Lanka abgebaut wird oder in Sri Lanka abgebaut wird, veredelt und mit Ton aus dem Mississippi vermischt wird. Außerdem kommen Chemikalien dazu, die aus tierischem Fett und Schwefelsäure hergestellt werden. Das Holz und der Kern des Bleistiftes werden mit Lack überzogen, der aus Rizinusöl erzeugt wird. Und dies wiederum bezieht man aus Rizinusbohnen. Beschriftet wird er mit Harz und am unteren Ende wird er mit Messing abgedeckt, das aus Kupfer und Zink gemacht wird, die auf der anderen Seite der Welt abgebaut werden. Der Radiergummi besteht aus Rapsöl aus Indonesien und zahlreichen weiteren Chemikalien von Schwefelchlorid bis Cadmiumsulfid. Und all das alles für etwas Einfaches wie einen Bleistift. So, und von den Herstellern mal ganz abgesehen, das mache ich jetzt aus dem Kopf frei sozusagen, die ganzen Transportgeschichten, die kommen ja auch noch dazu. Natürlich muss man das im Kontext sehen, Amerika und Ende der 50er Jahre. Und wenn ich mir so überlege,
dass das heute noch viel, viel extremer ist. Ich meine, was wir mittlerweile alles, die ganzen Computer, die Autoindustrie, was ja noch viel, 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 viel mehr geworden ist. Jetzt muss ich wieder auf meinen Spickzettel gucken. Und dadurch bin ich halt auf die Idee gekommen, das Buch zu lesen. Und ich habe da Dinge erfahren in dem Buch, die ich so in dieser, ich sag mal, Extremheit, ne, nicht gedacht habe. Sand zum Beispiel, ey, ohne Sand läuft gar nichts. Sand wusste ich, da hänge ich auch mal einen schönen Link dran, mit einer Doku, die sinngemäß heißt, der Sand geht uns aus. Sehr interessant, hätte ich nicht gedacht. Und als, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, zum Beispiel, man denkt sich, hier zum Beispiel, hier, guckt euch hier Saudi-Arabien an, arabische Halbinsel, geht's doch ohne Ende Sand. Ja, den kann man aber für Beton nicht verwenden, weil der halt zu rund ist. Oder der Sahara-Sand zum Beispiel. Ne? So, sehr interessant. Guckt euch mal die Doku an. Dann gibt es ein paar schöne Beispiele über Abhängigkeiten. Zum Beispiel in Australien gibt es eine Gegend, die nennt sich Pilbar oder Bare. Da gibt es unheimlich großes Eisenerzvorkommen, was auch ein ganz besonders edles Eisen ist, das da schon seit, seit Jahrzehnten abgebaut wird. Und da hängt zum Beispiel die ganzen chinesischen Hochöfen dran. Man sagt immer, die Chinesen, die machen den billigen Stahl. Ja, aber das Material müssen die trotzdem von irgendwo herbekommen. Dann haben die nämlich nicht alles bei sich. Ne? Sind sogar auch die Chinesen abhängig. Ne? Die Mine zum Beispiel, die wird jetzt auch langsam knapper. Jetzt geht man nach Brasilien, da hat man im Amazonasgebiet was gefunden. Namen habe ich jetzt vergessen, schreibe ich mal drunter. Ne? Und was ich mal auch gar nicht wusste, dass zum Beispiel für so Dinge wie Geigerzähler oder bestimmte medizinische Instrumente brauchst du eine ganz spezielle Eisenqualität, die so schwer herzustellen ist, dass nach altem Schrott, sprich versunkenen Schiffen aus der voratomaren Zeit getaucht wird, weil durch diese ganzen, Atombomben-Experimente und auch die beiden Abwürfe ist halt doch noch wahrscheinlich auf molekularer Ebene so viel, Atommüll in der Atmosphäre, der für uns Menschen nicht wichtig ist, der stört uns nicht, ne? Weil ja auch bei der Stahlproduktion ja auch Sauerstoff und Luft und all so ein Zeug benutzt wird, dass das die Qualität des Stahls kontaminiert. Und ich denke mir so, naja klar, so ein Geigerzähler, der atomar verseucht ist, jetzt mal sehr plakativ ausgedrückt, ja, der funktioniert dann wahrscheinlich auch nicht richtig. Finde ich total spannend. Richtig spannend, ne? Und Eisen ist so ziemlich das einzige Metall, wo es so halbwegs mit dem Recycling läuft, ne? So halbwegs. Aber auch nicht unkompliziert. Und CO2-freier Stahl, der ist noch ganz lange weg. Da wird nämlich viel Wasserstoff für gebraucht. Und das klappt ja aus bekannten Gründen noch nicht so wirklich. So, was ich auch nicht wusste ist, Aluminium ist das zweithäufigste Metall, das wusste ich. Und das Kupfer zum Beispiel, im Verhältnis, wie viel Raum man dafür abbauen muss, und was man dafür rauskriegt und dann gleichzeitig die Wichtigkeit für uns. Ne, ich meine, Kupfer, alle Stromleitungen sind aus Kupfer. Es muss so unheimlich viel Volumen bewegt werden, um an Kupfer ranzukommen. Wisst ihr, was ich meine, ne? Verhältnismäßig gesehen zur Wertigkeit. Unfassbar, wusste ich nicht. Ich komme gleich noch auf einen weiteren Punkt. Überlegt mir jetzt mal Ölsand in Kanada. Ne? Da wird so viel Energie reingeschickt. Energetisch macht das überhaupt keinen Sinn. Aber wir hängen halt am Öl wie der Fixer an der Nadel. Ne? Da wird ja der Sand, der wird ja praktisch mit Gas ausgekocht, damit das Öl da irgendwie rauskommt. Ganz einfache Erklärung. Und energetisch macht das eigentlich keinen Sinn. Aber Öl ist halt mehr als nur Brennstoff.
da werden halt auch eine ganze Menge andere Sachen draus gemacht. Bei Lithium, soweit bin ich in dem Buch noch nicht, da geht es ja auch darum, um diese ganze Umweltzerstörungsgeschichte. Aber wenn ich überlege, zum Beispiel das Eisenerz, wo ich jetzt vorhin drüber gesprochen habe, in Australien, da werden 46.000 Jahre alte Kulturgüter zerstört, also quasi, wo der Mensch nach Australien gekommen ist, puff, weg. Ne? Da geht die Wirtschaft, geht über alles. Im Amazonasgebiet, wo sie jetzt Eisenerzvorkommen gefunden haben, der interessiert doch keinen, da wird der Wald weggemacht, Hauptsache man kommt an die Rohstoffe dran. Öl oder bei uns hier, ne? In Deutschland, Kohle, das ist völlig egal. Wenn wir da ran wollen, dann wird da alles weggekloppt. Da spielt auch Umwelt keine Rolle. Ne? Und ja, das bringt mich dann zu meinem Fazit, weil ich bin relativ flüssig durchgekommen. Ich bin ja von mir selber schon fast ein bisschen begeistert. Wir alle hängen von diesen Rohstoffen ab. So. Und es gibt kein Land auf dieser Erde, was komplett unabhängig sein kann. Weil die Geologie, die kannst du nicht verändern. So. In dem einen Land gibt es dieses, in dem anderen Land gibt es jenes. In dem anderen Land gibt es das Wissen, was es in dem anderen Land nicht gibt. Und ich meine, gerade wenn man so guckt, was so gerade so mal wieder bei uns hier so abgeht auf dieser kleinen blauen Kugel, denke ich mir, es gibt echt wichtigere Sachen. Es gibt echt wichtige Sachen, um die man sich kümmern sollte. Ne? Und eine Sache habe ich auch noch rausbekommen, eine Info. Wir haben in den letzten Jahrzehnten haben wir die Erde mehr umgebuddelt als in der ganzen Menschheitsgeschichte davor. Und das finde ich schon, also ich nenne es mal Raubbau. Der Raubbau an dem Planeten, ne, der hat eine Geschwindigkeit angenommen. Das ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar, wie wir gerade Gebirge einfach wegbaggern, nur um an irgendwelche Rohstoffe ranzukommen. Ach jo, einen habe ich noch. Ein ganz zum Ende. Gold ist so unwichtig. Und Gold ist nach dem Kupfer oder vielleicht sogar noch vor dem Kupfer, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich möchte jetzt ja nicht irgendwas sagen, wo ich jetzt nichts drüber weiß. Wie viele Tonnen Erdreich oder Gestein bewegt werden müssen, um eine Unze Gold zu produzieren? Es ist unfassbar. Ich glaube, das sind über 95% sind nur Abraum. Und da muss man sich überlegen, dass auch fast 95% oder sogar mehr von dem gesamten Gold auf dieser Erde nur Geldanlage sind. Die haben überhaupt keinen technischen Nutzen. Geldanlage oder Schmuck. Also Gold ist so unwichtig. Es ist so unwichtig. Und da denke ich, wisst ihr was, da ist Wasser viel wichtiger. Das sehe ich ja gerade hier, was hier los ist. Ich meine, Riad, guck mal auf der Karte, wo Riad liegt. Das ist in der Mitte der Wüste. Da gibt es gar nicht. Da kommt das Wasser von hunderten Kilometern von irgendeiner Entsalzungsanlage. Aber da mache ich später mal ein Video drüber. Ne? Also ist schon faszinierend. Ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist ein richtiger Augenöffner. Und einfach mal zu sehen, so, Alter, wir sind alle abhängig und komplette Unabhängigkeit wird es nicht geben. Und Julian und Steve, ich habe schon verstanden, unabhängiger werden ist okay. Bin ich auch voll dabei. Aber es wird nicht gelingen, komplett unabhängig zu sein. Niemals. Wir leben alle auf der gleichen Kugel und wir leben hier alle zusammen. Und das sollten wir uns mal drüber Gedanken machen. Leute, ich bin der Jadbo. Reingehauen. Letzte Mal ist noch ohne Brille. Tschüssi. Reingehauen.